Tage wollen wir im Nationalpark Hohe Tauern verbringen. Dabei wandern wir auf dem Venediger Höhenweg, dem Fürther Weg, dem St. Pöltener Westweg und besteigen das Rainerhorn, den zweithöchsten Gipfel der Venediger Gruppe. Ausgangspunkt unserer Runde ist das Mattreier Tauernhaus, am Südportal des Velber Tauerntunnels gelegen. Das Tauernhaus wurde von den Salzburger Erzbischöfen errichtet und bietet schon seit 1562 den Händlern und Säumern bei der beschwerlichen Überquerung der Alpen Schutz. Der erste Tag führt uns über Innergschloss hinauf zum Lobbentörl und von dort wieder leicht absteigend zur im Frossnitztal gelegenen Badener Hütte. Die erste Gehstunde, die recht flach ins Schlösstal hineinführt, sparen wir uns, indem wir die Bummelbahn benutzen. Ab Innergschloss müssen wir die schweren Rucksäcke schultern. Der Name Gschloss ist slawischen Ursprungs und bedeutet Eisen, das in dieser Gegend abgebaut wurde. Ein Schild markiert den Übergang von der Außenzone des Nationalparks zur Kernzone. Wir folgen dem 1978 vom österreichischen Alpenverein angelegten Gletscherweg. Der Aufstieg zum Lobbentörl folgt zunächst dem orographisch rechten Ufer des Schlatenbachs. Das 9 Quadratkilometer Schlatenkees entwässert fast vollständig über den Schlatenbach, wobei der Weg neben dem Schlatenbach-Wasserfall in 1900 Meter Höhe den spektakulärsten Wegteil darstellt. Jetzt, am Nachmittag, ist die Wasserführung wegen der Schmelzvorgänge am Gletscher besonders hoch. Oberhalb der Baumgrenze verflacht das Gelände. Wir sind auf dem Salzboden angekommen. Der Name Salzboden geht auf die jahrhundertealte Schafweide zurück, denn die Hirten streuten den Tieren Salz auf die Steinplatten. Der Weg führt zwischen zahlreichen kleinen Quell- und Niedermooren hindurch. Am berühmtesten ist ein das Auge Gottes genanntes Moor, das seine Bezeichnung der Wollgrasinsel in der Mitte verdankt. Untersuchungen ergaben, dass das Moor rund 10.000 Jahre alt ist. Jetzt folgen wir dem schmalen Kamm der Moräne von 1850. Die Vegetation am Wegesrand hat sich auf einige Polsterstauden, Gletscherhahnenfuß und Hornkraut reduziert. Über Schneefelder und Blockwerk führt ein letzter steiler Anstieg hinauf zum fast 2800 Meter hohen Lobbentörl. Vom Lobbentörl geht es in leichtem Auf und Ab zur Badener Hütte. Steilgelände mit kurzen ausgesetzten Stellen ist durch Stahlseile entschärft. Altschneefelder verlangen bei der Begehung unsere volle Konzentration. Schließlich erreichen wir die in 2608 Metern Höhe gelegene Badener Hütte. Sie wurde im Jahr 1911 von der ÖAV-Sektion Baden bei Wien erbaut und in den Jahren 70, 82 und 95 erweitert. Noch am frühen Morgen hat es ordentlich geregnet, aber dann zeigt sich überraschend die Sonne. Unser Weg verläuft heute die meiste Zeit über Gletscher. Er führt über das Frossnitzkies zum Frossnitztörl und Hohen Zaun, über das Rainerhorn zum Rainer Törl und von dort über das Schlatenkies zur neuen Prager Hütte. Von der Badener Hütte folgen wir zunächst der Moräne aufwärts.
Hänge aus silikatischem Gestein bedeckte der Krummseggenrasen, eine weit verbreitete alpine Grasheide. Eingebettet sind die Polster der filzigen Spinnwebhauswurz. Die wächst sehr langsam und ist deshalb darauf angewiesen, dass keine anderen Blütenpflanzen konkurrieren. Ebenfalls auf silikatreichem Boden wächst die Küchenschelle. Das stängellose Leimkraut ist mit einer langen Hauptwurzel verankert. Sein starker Duft lockt die wenigen zur Bestäubung notwendigen Insekten an. Wo der Gipfel gerade zur Kristallwand ansetzt, legen wir die Steigeisen an und betreten das Vosnetkies. Solange der Gletscher aper ist, gehen wir seilfrei. Wo der Gletscher schneebedeckt ist, gehen wir angeseilt. Am nördlichen Fußpunkt der Weißspitze liegt das Vosnitztal, welches leicht zu überschreiten ist. Es bildet den Übergang zum Defreggerhaus und zur Prager Hütte. Der unscheinbare Gipfel des 3451 Meter hohen Zauns ragt schneefrei aus dem Eismeer heraus. Solche Felsgipfel werden mit dem Inuit-Wort Nunatak'a bezeichnet. Im Hintergrund liegt die Kristallwand. Links sehen wir unseren nächsten Gipfel, das Reinehorn. Vom 3559 Meter hohen Reinehorn haben wir wegen der Wolken nur noch eine eingeschränkte Sicht. Nach dem Großvenediger ist das Reinehorn die zweithöchste Erhebung der Venedigergruppe. Den Abstieg über das Schladenkees müssen wir bei Starkregen und Nebel suchen. Endlich ist die fast 2800 Meter hoch gelegene neue Prager Hütte erreicht. Über Nacht hat sich das Unwetter verzogen, sodass wir den heutigen Tagesabschnitt bei schönstem Sommerwetter gehen können. Unser Blick geht von der Kristallwand über den hohen Zaun bis zur schwarzen Wand. Ganz rechts erkennt man den kleinen Venediger. Imposant ist die freistehende Kristallwand. Am rechten Bildrand, hinter der schwarzen Wand, spitzt das Reinehorn hervor. Der Fürther Weg leitet über die alte Prager Hütte hinab zum Wilkratenbach. Dann geht es steil bergauf zum St. Pöltener Westweg. Mit leichtem Gefälle führt der Weg bis ins Tal des Tauernbaches und dann hinauf zur Pöltener Hütte. Die hochalpine Gebirgswelt der Hohen Tauern wird von zahlreichen Gletschern geprägt. Die Venedigergruppe ist mit 90 Quadratkilometern Fläche die am stärksten vergletscherte Gebirgsgruppe Österreichs, gefolgt von der Glocknergruppe. Der Abstieg von der alten Prager Hütte ins Tal des Wilkratenbaches ist steil und teilweise mit Stahlseilen versichert. Mit einer Fläche von 1800 Quadratkilometern ist der Nationalpark Hohe Tauern das größte Schutzgebiet der Alpen. Über 300 Dreitausender liegen innerhalb der Nationalparkgrenzen, darunter die höchsten Berge Österreichs, der Großglockner und der Großvenediger. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg wurden erste Flächen in der Granatspitzgruppe und am Großglockner unter Schutz gestellt. Doch erst 1971 begannen die drei beteiligten Bundesländer Tirol, Salzburg und Kärnten, sich für die Gründung eines Nationalparks einzusetzen.
Es dauerte noch einmal 20 Jahre, bis im letzten Schritt der Tiroler Anteil am Nationalpark gesetzlich festgeschrieben wurde. Viele kleine und größere Bäche prägen das Landschaftsbild der Hohen Tauern und stellen den Wasserreichtum der Region eindrucksvoll unter Beweis. Der Nationalpark umfasst die unterschiedlichsten Vegetationszonen. Hochtäler, Bergmäder, montane Wälder bis zu den kargen hochalpinen Regionen rund um die Gipfel. Endlich ist die Pöltener Hütte erreicht. Sie liegt auf der Passhöhe des Felbertauerns, einem uralten Tauernübergang zwischen dem Salzburger Land und Osttirol. Dieser Übergang wurde seit der Bronzezeit regelmäßig begangen und war in der Römerzeit der am meisten benutzte Tauernübergang. Schon in der Bronzezeit wurden schwierige Wegpassagen befestigt, als der Bergbau in diesem Gebiet begann. Der letzte Tag unserer Wanderung hat begonnen. Einerseits schade, andererseits sind wir von den Vortagen ganz schön müde. Von der Pöltener Hütte geht es kurz hinab und dann auf die Messingscharte empor. Hinter der Scharte führt der Weg über die drei Seen immer nur abwärts bis zum Matreier Tauernhaus. Es regnet zwar nicht, aber dichte Nebel ziehen um die Berge. Da fällt der Abstieg nicht schwer. Kurz hinter der Hütte geht es mit einer Klettereinlage los. Zunächst erreichen wir den auf 2400 Metern Höhe gelegenen Grausee, der bei diesem Wetter seinem Namen alle Ehre macht. Über eine steile Rinne ergießt sich das Wasser des Grausees in den 150 Meter tiefer gelegenen Schwarzsee. Die Pflanzen, die auf den Schuttkaren wachsen, sind ständig von Überschüttung und Rutschung bedroht. Ein langes Wurzelsystem schützt die meisten Arten vor dem Weggerissenwerden. Der dritte See ist der Grünsee, der nochmals 100 Meter tiefer liegt. Aus dem Grünsee fließt das Wasser direkt bis in den Schlößbach. Wir kommen in den Bereich der Bergmäder, wo der menschliche Einfluss auf die Natur deutlich wird. Durch die jahrhundertelange Maat sind diese Wiesen viel artenreicher als die ursprüngliche Pflanzengesellschaft. An diesem Wegweiser schließt sich unsere viertägige Wanderung, die wir bei Tiroler Köstlichkeiten ausklingen lassen.